Wir begrüßen Sie zu einem wundervollen Tag hier am Schwarzen Meer. Wir befinden uns in Sotschi im Olympiapark auf der neuen Strecke und warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. Diese einzigartige Strecke wurde von Hermann Thielke entworfen. Sie hat einige sehr enge Kurven sowie als Markenzeichen eine 180-Grad-Kehre. Für die Teams ist es eine ziemliche Herausforderung und ohne Frage auch aus technischer Sicht eine beeindruckende Strecke. Es ist aber sicherlich noch zu früh, sie jetzt schon als Klassiker zu bezeichnen. Die Fahrer bevorzugen die traditionellen Strecken. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass diese hier dem neuesten Stand entspricht und die Fahrer mit ihren 12 Rechts- und 6 Linkskurven wirklich auf die Probe stellen wird. Sie ist extrem schnell und technisch anspruchsvoll. Man muss hier also schon früh Tempo zulegen, um am Samstag und Sonntag erfolgreich zu sein. Der heutige Tag ist sogar noch bedeutender für Dani Kvyat, da es sich hier in Russland heute um seinen Heim-Grand Prix handelt. Absolut. Und was für ein beeindruckendes junges Talent er ist. Bei der Pressekonferenz der Fahrer am Wochenende sprach er davon, wie stolz er sei, hier fahren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass er alles daran setzen wird, eines seiner besten Saisonergebnisse zu erzielen. Die Fahrer bevorzugen die traditionellen Strecken. So kann ich das auf jeden Fall für mich auch unterschreiben. Und damit grüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Immerhin fahren wir die weichsten Reifenmischungen, die es 2015 noch gibt. Im nächsten Jahr sieht es ein ganz bisschen anders aus. Sochi, da fahren wir. Ja, KI hier nicht besonders stark. Eigentlich am schwächsten mit Mexiko. Also rechne ich mir hier schon. Chancen aus, wie auch in Monza auf einem Sieg. Hier habe ich gesagt, hier werde ich meinen ersten Sieg einfahren. Aber den haben wir ja schon in Monza eingefahren. Apropos Monza, das ist auch das große Thema eigentlich hier. Denn Monza, sagt nach den Vertragsverhandlungen mit Ben Ecclestone, das habe ich ja schon, ich glaube, das ist jetzt schon letzte Saison noch her. Auf jeden Fall, ich habe es mal irgendwann mal erwähnt, standen natürlich zur Debatte und ja, diese Verhandlungen über 2016 hinaus scheinen wohl gescheitert zu sein. Das bedeutet, Monza wird höchstwahrscheinlich, ob das jetzt sicher ist, steht auf einem anderen Papier, sondern hat sich noch nicht dazu kundgetan. Das weiß man nur aus einer italienischen, ich glaube der Nummer 1 italienischen Zeitung. Die meinen da Informationen zu haben, die andere noch nicht haben. Gut, da wird wahrscheinlich was Wahres dran sein, aber ja, Monza ist schade, traditionell. Ich liebe Monza. Monza war immer einzigartig und gerade es war die schnellste Rennstrecke im gesamten Rennkalender. Eigentlich ein Muss. Als Alternative steht Imola an. Auch eine schöne Strecke, nur sollte für mich keine Alternative darstellen. Für mich sollte einfach Imola der große Preis von Europa sein. In Deutschland gab es ja auch immer zwei Rennstrecken, die gleichzeitig ausgetragen wurden. Und die eine hieß halt der große Preis von Europa. Das ist jetzt bei Baku der Fall. Hätte ich mir eigentlich immer für Imola gewünscht. Ich wünsche mir zum Beispiel Imola und Frankreich eigentlich immer wieder. Nur auf der anderen Seite verstehe ich dann auch Ecclestone nicht so ganz. Warum lässt er dann Monza einfach so fallen? Alter, die Interessen von beiden haben wohl dafür gesorgt, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Schade. Sehr, sehr schade. Monza, eine schöne Rennstrecke. Wie gesagt, Parabolica auch nach der Entschärfung immer noch eine, ja, anspruchsvolle Kurve, aber natürlich nicht mehr so anspruchsvoll, wie sie mal war. Also Fahrfehler werden da jetzt schon verziehen. Hier wird kein Fahrfehler verziehen, wenn ich da zu weit rausgehe und viel zu viel Gas geben möchte. Qualifying Platz 1 hatten wir in Italien geschafft, zeitgleich mit Sebastian Vettel. Das war das bisher spannendste Qualifying. Vielleicht erreichen wir das hier auch. Abkürzen, hier ist natürlich ein extrem großes Thema. Da steht mir Button sehr gut im Weg. Hier diese 90 Grad Linkskurve, die hat es in sich, die soll man sehr weit innen fallen. Die macht auch ein bisschen zu, man hat es gerade gesehen. Zum einen aber auch der vordere rechte, der wird da richtig stark beansprucht. Reifenverschleiß ist hier grundsätzlich kein Thema. Das heißt, wir brauchen auch keine Reifen eigentlich im Qualifying sparen. Das heißt, wir können eigentlich in der Regel fahren. Und damit habe ich das Thema eigentlich schon abgefrühstückt. Das war es nämlich. So, nee, das nächste Thema war eigentlich Red Bull hofft auf Kanada, dass sie da auf Augenhöhe mit Ferrari sind. Für die Unterhaltung würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass Red Bull auf dem Niveau von einem Mercedes fährt und Ferrari auch auf dem Niveau, damit wir vorhin einen Dreikampf erleben. Gut, den wird wahrscheinlich Ferrari wegen der Strategiemaßnahmen dann am Ende verlieren. Red Bull kann strategisch gut agieren. Das haben sie auf jeden Fall mit Sebastian Vettel bewiesen.
Aber abwarten, da so, also Red Bull sich schon als dritte Kraft, das hat aber auch Williams immer, ja, wieder, immer wieder gesagt. Ja, wir wollen die dritte Kraft bleiben. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt dann wieder Red Bull. Gut, die Runde war natürlich noch nicht sauber. Ich wurde schon unterboten von Lewis Hamilton. Der fährt 39,1. Der fährt aber das Auto schon am Limit. Wenn ich das Auto ja eigentlich noch nicht am Limit jetzt gefahren bin. Aber vor Hülkenberg zeigt schon mal ganz klar in der ersten Runde, wie stark, vor allem Button stand mir ja hier noch im Weg, wie stark die Runde dann noch am Ende war. Wie gesagt, abkürzen ja ein großes Thema. Ich möchte aber eigentlich nicht drauf weiter drauf eingehen, auf dieses Abkürzen, weil das macht fast jeder Let's Player ein bisschen. Also ganz genau, so punktgenau hier. Klar, man kann natürlich ein bisschen drauf achten. Das hat 2 Zehntel gekostet. Und ich bin 18 Zehntel hinter Hamilton. Im ersten Sektor. Also da verliere ich dann noch ein bisschen zu viel Zeit. Es sei denn, man hat Code oder Codemaster hat hier die Stärken mal ein bisschen ausgebaut. Hier bremse ich auch noch einen Tick zu früh. Rausbeschleunigung ist auch noch so ein Thema. Der ist zu spät geöffnet. Also so Kleinigkeiten, die sich dann aber trotzdem halt addieren. Also ich glaube natürlich nicht da so ganz da drin. Ich verliere auch im Mittelteil. Gut, Mittelteil, der liegt mir nicht. Der Schlusssektor, das ist mein Sektor. Der Schluss und der erste Sektor, das war nämlich bei der Force India und bei der Red Bull Saison so. Okay, Bremse hier sehr instabil. Wer ist das da? Ach, der Hamilton ist direkt hinter mir. Okay. Und wir wiegen auch noch deutlich mehr. Die fahren das wieder auf eine Runde gesehen. Aber momentan könnte ich mich auf den harten vielleicht doch qualifizieren. Aber da müssen wir erstmal die Zeiten abwarten. Okay, Hülkenberg hat auch keine schnelle Runde hingelegt. Perez ist noch vor mir. Steams vor mir. Miro hat auch einen Kommentar gegeben. Er für ihn wäre es lieber sein, dass ich vielleicht mir nicht unbedingt immer ein Thema raussuche. Und dann dabei das Auto am Limit fahre. Das war ganz klares Abkürzen. Das war schon so ein bisschen Rosberg-like. Dann nimmt man halt dann viel mit. Und den Steams fahre ich fast drauf, weil der einfach deutlich weniger Aerodynamik hat. Und hier sieht man es. Fährt man zu weit den Bogen, kostet das Zeit. Das haben wir jetzt ganz klar gegen Steams gesehen. Also da richtig schön weit innen fahren. Das bringt wirklich Zeit. Und nicht mal ein Ausholen. Vor allen Dingen der Winkel gibt auch dann zu rechts. Und das kostet dann nur, das kann bis zu einer halben Sekunde auf jeden Fall kosten, die ich hier gegen den Manu auf jeden Fall verloren habe. Hier dritter oder vierter Gang, der war, also der Lotus ist auch sehr unruhig momentan, das habe ich ja auch in Singapur so vernommen. Nee, in Japan habe ich das richtig vernommen, da war ich mit dem Auto gar nicht so zufrieden. Vielleicht auch deswegen, dass nicht wirklich den Red Bull Niveau gefahren. Ich habe natürlich noch mal im Nachhinein die Szene angeguckt mit dem Red Bull, also ich würde dann sagen, es ist schon ein normaler Rennunfall mit Teilschuld. Aber Ricciardo gab dann natürlich auch ein bisschen mehr Gas, warum auch immer. Und das hat dann eigentlich am Ende der Kurve den Dreh eigentlich ausgelöst. Deswegen 50-50-Chance und ich würde es als Rennunfall abstempeln. Sonst in Japan, viel passiert ist schon am Anfang des Rennens. Am Ende war es dann relativ ruhig. Für Japan-Verhältnisse bei den Überrundungsgeschichten sehr ungewöhnlich. Wenn die jetzt schon 39 fahren, was fahren die denn? Fahren die 38 hier nur? Am Anfang der Saison habe ich darüber geklagt, dass ich mit den Reifen hier absolut nicht zurechtkomme. Mit dem Lotus. Ne, mit dem Lotus habe ich am Anfang geklagt, dass ich genau mit dem Option nicht das Limit finde. Hier sind wir mittlerweile bei 15, beim Lauf 15. Und da sollte man doch langsam schon mal das Limit, zumindest mit den Option, rausfinden. Immer noch 7 Zehntel, also da ist der Mercedes doch ein ganz Stück schneller unterwegs. Macht hier fett viel aus, kann man schon sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 lange Geraden, 2 DS-Zonen, Skatziel. Aber es macht halt nur eine halbe Sekunde vielleicht aus. Die Reifen fahren wir gleich, Sprit haben wir auch nochmal, ja, gutes 10 Kilo jetzt nicht, aber vielleicht auch nochmal 2 Zehntel, die Hälfte davon, zu viel drin.
Das sind dann schon diese 7/10, die ich da im ersten Sektor schon verliere, aber im zweiten Sektor bin ich auch nicht mal weit, bin ich auch noch weiter weg. 1,3, da wollen wir den Schlusssektor mal uns begutachten. Das ist, wie gesagt, eigentlich meiner. Immer gewesen, aber hier ist das Heck sehr unruhig beim Rostbeschleunigen. Und hier beim Anbremsen vorhin auch. Wetterbericht. Ich könnte natürlich Chef eigentlich ausstellen im Training. Ich mache es aber grundsätzlich nicht, weil er gibt auch manchmal so schöne, ja, Insider-Tipps oder Insider-Informationen. Ich sehe mich eigentlich schon vor dem Williams. Also die Williams würde ich hier schon schlagen können. Also wenn ich hier einen Sieg rausfahre im Force India und auch im Force India und auch im Red Bull, dann sollte das dem Lotus mir eigentlich auch gelingen, vorne mitzufahren. Wenn ich hier mal ganz kurz lupfen. Kürzester Weg ist der schnellere, als damit Vollgas durchzurasseln. 34,7, das ist echt schon eine Hausnummer. Aber nochmal 2/10 gefunden, jetzt ist es nur eine halbe Sekunde. Also jetzt kommen wir so langsam aber rein. Wie gesagt, Reifenverschleiß ist kein Thema. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem eine Zweischrittstrategie fahren. Das war im Red Bull, fand ich auch schon besser. Und im Force India mussten wir das sowieso machen. Also wenn wir das hier auch mit dem Lotus so machen müssen. Ach übrigens, wir fahren hier glaube ich zum ersten Mal die zwei weichsten Reifenmischungen. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich vielleicht der Reifenverschleiß doch geändert hat. Ich glaube bei Red Bull hatten wir das noch nicht, oder? Da hatten wir da auch schon die zwei weißesten Mischungen. Nochmal eine 1/10 schneller. Sind jetzt schon 3/10, die ich rausgefunden habe. Mal schauen, was Bottas und Massa hier fahren. Ja, hier beim Anbremsen wieder quer gestanden. Sollte ich mal kurz für die nächste Runde mal die Reifentemperaturen im Auge behalten. Aber da brauche ich eine Bremse, auf die ich mich verlassen kann. Hier muss man aufpassen, nicht zu weit raus, dann wird nämlich eigentlich die Runde aberkannt. 40,5, immer noch langsamer als Bottas. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter Bremsen in den nächsten paar Kurven. Vielleicht kann ich Kurve 1 noch ein bisschen später bremsen. Obwohl der Bremse. Ja, ein bisschen geht immer noch. Da habe ich vielleicht wahrscheinlich am Anfang die Zeit liegen lassen. Bremsen, das ist auch immer so eine Sache. Ja, ganz kurz muss ich lupfen. Dritter oder vierter Gang, ganz schwierig. Vierter Gang sorgt für Unterstören, deswegen muss ich ganz kurz auch hier raten, ganz kurz in den zweiten Ruder zu steigen. Das ist doch mal 2/10. Schneller. Das ist dieses Reinsteigern auch schon im Training. Dieses, jetzt fahren wir den Auto, das Auto nämlich schon sehr am Limit. Deswegen nehme ich auch mal so ungefähr 12, 11 Runden mit zum Reinkommen und dann ganz langsam die Bremspunkte und dann ganz schnell ans Limit gehen. Da haben wir aber jetzt die 2/10 auch verloren. Ich könnte euch jetzt zum Beispiel nicht sagen, wo. Das war ganz klar, das ist abgekürzt. Die Runde fahre ich noch zu Ende. Jetzt wollen wir mal kurz schauen beim Anbremsen. Ja, doch, die Hinterräder sind ein bisschen wärmer geworden. Das heißt, da bleiben mir ganz leicht die Hinterräder stehen. Muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht auf die Bremsballons nach vorn verteile. Beim Force India war das ja Standardprogramm. Bei dem Lotus zum Beispiel jetzt gar nicht. Du verlierst Zeit in Sektor 2. Da habe ich 2/10 liegen lassen, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass dieser Rechtsschwenker da so viel Zeit gekostet hat. Ja, das war jetzt zu spät gebremst, deswegen habe ich jetzt keine zu warme Reifen und kann auch nicht dementsprechend rausbeschleunigen. Aber das vorhin, das war schon wirklich das Limit. Okay, könnte man sich an dem Schatten orientieren. Das mache ich mittlerweile sehr ungern, weil bei Regen hast du nicht die Arschkarte gezogen. Ja, das war diese Kurve 2. Ich habe noch einen älteren Kommentar, wo ich sagen soll, wo ich zum Beispiel Honda dieses Jahr sehe. Ich glaube, den habe ich komplett ignoriert und tut mir das komplett leid. Honda, ganz schwer. Ja, sehr schwer, echt eine Prognose abzugeben mit Honda.
auf jeden Fall noch hinter Renault Sonder noch nicht diesen Anschluss gefunden in Sachen Motoren. Da müssen sie auf jeden Fall noch mal eine Schippe drauflegen. Weil da sehe ich zum Beispiel McLaren nicht. Die haben ein gutes Chassis, keine Frage, aber der Motor ist immer noch zu schwach. Also man sieht es ja mal im Winter, die haben 230 PS gefunden. Ja, Pustekuchen. Ich würde eher sagen, Renault hat diese 230 PS in ihrem Motor gefunden, weil Red Bull, wenn die schon wieder optimistisch sind und nach vorne blicken, vielleicht hat das denen auch gut getan, dass sie jetzt ein eigenes Team haben wieder. Weil das bringt eigentlich Renault nur weiter voran. Honda hat so mehr das Problem, dass sie nicht wirklich ein eigenes Team in der Formel 1 haben. Sie müssen quasi mit McLaren kooperieren. Das ist halt das große Problem. Und das hat jetzt zum Beispiel Renault nicht. Die können quasi jetzt ihren eigenen Motor entwickeln. Gut, Red Bull kriegt ja eigentlich immer noch einen Renault-Motor. Nur der heißt jetzt halt anders. Da heißt natürlich jetzt Tag Heuer-Motor. Aber im Prinzip ist es nichts anderes als ein Renault-Motor. Da hat man sich dann irgendwie drauf geeinigt. Wie sehr Ecclestone seine Finger damit ins Spiel hatte, keine Ahnung. Oder auch Mercedes und Ferrari. Vielleicht haben sie noch was gezahlt, damit sie nicht die Motoren unbedingt an Red Bull ausliefern müssen. Was hinter den Kulissen wirklich abgegangen ist, weiß man halt einfach nicht. Okay, eine Tausendstel vor Massa heißt auch nichts. Aber könnte bedeuten, dass wir uns vielleicht mit den Primes qualifizieren können. Schauen wir uns mal ganz kurz die Reifen an. Ne? Die halten immer noch so lange wie eh und je. Ja, zwei Stop. 17,34 oder sowas um den Dreh und dann durch. Ja. Auf jeden Fall zwei Stops. Dann brauche ich eigentlich auch keine Reifen sparen für das Qualifying. Das heißt, wir müssen nicht auf Primes versuchen, Lewis Q2 Hamilton zu kommen. In Topform. Es gelang ihm, die schnellste Zeit des Tages beim heutigen Training zu fahren. Der britische Fahrer wird mehr als zufrieden mit der Leistung seines Wagens sein. Alle am Ende auf den Options nochmal gefahren. Und Hamilton nur eine Sekunde, 1,38,1. Wenn er das im Qualifying auch nochmal zeigt, dann wird er, glaube ich, auch die Pole Position haben, weil das, glaube ich, fahre ich jetzt hier nicht. Okay, Button und Verstappen auch nochmal auf dem Prime und mein Teamkollege Grosjean ist auch nochmal auf dem Options gefahren, aber nur eine 40,9. Aber mal schauen, was die Zeiten wirklich wert sind. Das erfahren wir natürlich erst im Qualifying, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2019. 15.